schauen mal weiter, was wir so im Alter gemacht haben, ne? Richtig. Da wurde doch Game of Thrones gedreht, ne? Genau, und das ist das Besondere an Malta. Und dort bieten ja auch ganz tolle Landausflüge an, im Rahmen auch von Game of Thrones Touren. Und ja, es gibt auch ganze Game of Thrones Busse, die auch Sightseeing Touren anbieten. Und auch vom Schiff gibt es auch geführte Touren. Und was ist denn da noch gedreht worden? Ist das diese rote Festung? Nee, nicht rote Festung. Nee, die rote Festung, die Burg, wo die Lannisters, das Ding, was nach in die Luft gelangt ist. Ja, genau. Die ganzen Spatzen in die Luft gejagt haben. Ja, genau, unter anderem, genau. Ja, genau. Und auch, das ist auch der Drehort, wo die Cersei, denn ist Cersei. Genau, da Schande, weißt du noch, diese Szene, wo sie dann durchlaufen musste, durch diese Stadt. Ja. Genau. Ein Spießrutenlauf. Genau. Hast du einen Bauchworkout gemacht eben? Ja. Also Malta, das war ja der erste Tag, also unser Einschiffungstag, und da sind wir noch ein bisschen durch Malta gelaufen. Wir haben aber noch nicht so viel gesehen, weil wir wollten einfach immer mal zurück aufs Schiff, weil wir waren ja schon seit 4 morgens auf und haben aber bestimmt so 2 Stunden uns Malta angeschaut und ja, dann sind wir aber ja nochmal in Malta gewesen, auch in der Mitte der Reise, weil Malta war ja der Wechselhafen, ne? Dass dann die Leute, die nur eine Woche Kreuzfahrt gemacht haben, sind ausgestiegen, die nächsten sind eingestiegen. Und da haben wir einen richtigen Ausflug gemacht. Und dieser Aufzug, der ist ja auch abgefahren gewesen. Genau, der Aufzug war der Hammer. Weil man musste natürlich jetzt, um irgendwie in den Innenstadtbereich zu kommen, diese Hafenmauer da hoch. Und da haben sie halt so einen Aufzug gebaut und der hat einen dann nach hoch befördert. Und dann hatte man von da aus einen super Überblick über den ganzen Hafen und die gegenüberliegenden Ufer. Ja. Und das ist, also irgendwie Malta voll die Pirateninsel. Also man weiß wirklich, wo früher die ganzen Filme gedreht wurden, wenn irgendwelche Festungen erobert wurden oder sowas und irgendwelche Schatzinseln gesucht wurden, dann ist das definitiv Malta. Also ich habe mich wirklich in einem dieser schönen, ich weiß nicht, 60er, 70er Jahre Filme wiedergefunden, die dann so ja, über irgendwelche Piraten oder so gedreht wurden oder so. Also sehr abgefahren. Ja, und was wir auch nicht wussten, Malta ist ja ein Drehort ganz, ganz vieler Filme, ne? Also da wird super viel abgedreht, einfach weil es so mittelalterlich ist und Malta ist sehr sehenswert. Und da haben wir uns auch total gefreut, dass wir Malta halt nochmal besuchen, ganz in Ruhe und dann nochmal durchgehen. Und danach sind wir nach diesen Bildern auch an Bord gegangen und haben dort praktisch ja, das Schiffsleben mal kennengelernt, auch ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich verhält auf einem Kreuzfahrtschiff. Und und abends gab es dann auch direkt die erste Seenotrettungsübung. Die ist ja Pflicht. Man darf nicht von Bord gehen ohne die Seenotrettungsübung. Und dort wird beigebracht, wie man sich dort zu verhalten hat. Wo man hinzugehen hat, vor allen Dingen, weil das Schiff ist natürlich sehr, sehr groß. Und man muss ja wissen, wo jetzt der Versammlungspunkt ist für seinen Trakt, in dem man sich da eben befindet. So, das ist jetzt die Seenotrettungsübung. Das heißt, im Notfall lernen wir jetzt, wie wir uns zu verhalten haben, wo unser Sammelpunkt ist, um zu den sogenannten Rettungsbooten zu gelangen und wie wir halt unsere Rettungsweste anlegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es passiert ja nichts. Ja, und keiner darf an dieser Seenotrettungsübung vorbei. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass Malta eine Pirateninsel für mich ist. Thank you.
jetzt gerade auf der Hälfte unserer Reise und wir befinden uns hier gerade auf einer wunderschönen Burganlage. Das ist praktisch die Medina von Malta. Die Medina ist so ziemlich mittelalterlich geblieben und fast überhaupt nicht angegriffen worden, damals von irgendwelchen anderen Ländern oder von Piraten, denn Medina liegt eigentlich ziemlich weit hoch auf einem Berg und anders als die Hauptstadt Valletta, die direkt am Hafen liegt, ist diese auch sehr oft Ort eines Verbrechens gewesen, beziehungsweise oft auch in Beschlag genommen worden, so wie das halt üblicherweise immer Hafenstädte sind. Aber Medina liegt sehr, sehr weit oben und auch mit dem Bus sind wir jetzt wirklich richtig hochgefahren und man erkennt auch ganz gut, wenn man das Stadttor passiert, dass hier auch gedreht worden ist für die Serie Game of Thrones und ganz, ganz viel in Malta erinnert daran. Man erkennt ganz, ganz oft Drehorte aus dieser Serie, denn ja, es ist einfach eine wunderschöne Stadt, ein wunderschönes Land, eine tolle Insel, auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, auch hier wieder hinter mir eine Gasse und die ganze Stadt Medina, die erbaut sich hier wirklich aus kleinen Gässchen. Alles ist sehr, sehr authentisch, sehr mittelalterlich und ja, wie gesagt, es ist nicht angegriffen worden und diese Stadt, die hat wirklich eine sehr lange Kultur und ist auch so authentisch, dass man wirklich hier gerade eine Zeitreise macht. Man möchte sich am liebsten auch andere Klamotten anziehen und genauso rumlaufen wie früher. Eine so interessante Stadt, aber ich frage mich die ganze Zeit, wo sind die ganzen Touris heute hin? Ich habe das Gefühl, wir sind hier von der Mein Schiff-Truppe ganz alleine. Wir sind irgendwie so 30 Leute, die heute hergefahren sind. Es ist ja auch nachmittags, es gibt immer Vormittagsausflug und auch nachmittags. Aber wegen Noma haben wir uns immer dafür entschieden, die Ausflüge am Nachmittag zu machen, damit wir einfach morgens in Ruhe frühstücken können, Sport machen können, planschen gehen können, nochmal in den Kids Club gehen können, so ein bisschen spielen, dann nochmal in Ruhe umziehen, duschen zum Mittagessen und dann in Ruhe sich in den Bus begeben. Ja, und hier ist die Stadt wie ausgestorben. Es ist immer ganz toll nachmittags, weil egal wo wir hingehen, da sind echt kaum Touristen und man kann in Ruhe Bilder machen oder wie jetzt auch in Ruhe drehen. Ja, die Serie Game of Thrones ist auf jeden Fall immer wieder, egal wo wir gerade hier langlaufen, sehr allgegenwärtig, denn egal wo ich hier langlaufe, ich habe immer den Anfangstrailer, die Melodie im Kopf und man erkennt hier sehr, sehr viel und ja auch die Farben, das ist alles so authentisch festgehalten auch in der Serie und das ist echt total cool hier durchzulaufen. Ich freue mich total darüber, dass ich hier bin und es wird auch ein schöner Wind. Es ist ganz angenehm und es ist nicht so heiß, also obwohl wir jetzt hier echt im Hochsommer sind, aber es ist sehr, sehr angenehm. Malta ist sowieso eine recht windige Insel irgendwie und ja, man kann es hier gut aushalten, aber jetzt 2 Wochen bleiben würde ich jetzt nicht, es ist zu lang. Alte historische Stadt Medina besteht nur noch aus 280 Menschen. Hier leben diese Menschen, das sind alles nur noch so ganz adlige, ganz aristokratische Familien. Die haben sich hier niedergelassen und ja, es ist ein Touristenort geworden und überall liest man auch an den Häusern Casa di so und so oder Casa di Medina und so weiter. Medina ist auch ein arabisches Wort, bedeutet Stadt oder Hauptstadt. Denn damals haben ja auch über 200 Jahre lang die Araber gelebt und hier sind auch noch spanische Einflüsse, hier sind ganz, ganz viele sizilianische Einflüsse und so hat sich auch die maltesische Sprache auch geformt. Also wenn ich hier durchlaufe, ich denke die ganze Zeit, ich bin irgendwie in einem arabischen Land, weil die sprechen alle eine sehr seltsame Art von Arabisch, aber die meinte auch die Reiseführerin, wenn sie zum Beispiel in den Libanon geht, versteht sie das Libanesisch. Sie kann sich zwar nicht ausdrücken, aber sie versteht alles. Also so weit entfernt sind wir ja alle doch nicht. Und diese Sprachfamilie nennt man Semitisch. Ja. Voll schön, ne? Ja,
Ja, super. Und dann ist er dann erstmal rumgeklettert, wollte natürlich alles irgendwie sehen und tak, 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 tak. Kennen, Mann. Ne? Schön auch mit den Pampers. Ja, da hat er ja noch Pampers an. Heute, heute ist das Bocken. Ja, und das Coole, was ich auch nochmal sagen möchte für Eltern, es ist ja jetzt nicht so rutschig oder sowas. Ne? Also der Boden ist gut, es ist so, hat so ein cooles Material. Ja, lass mal an. Erinnert mich so ein bisschen an Sporthalle, der Boden. Wie klein der da noch ist. Mit seinen kleinen Fleischwaden. Oh, dicker Bauch. Ja, super. Voll die Entdeckungstour. Ja, der fand das super. Ja. Also ich muss wirklich sagen, alle, die immer Angst haben, dass das zu eng sein könnte oder sowas, ne? Leute, nehmt mich ruhig als Maßstab. Ich kriege die Krise, wenn es mir zu eng ist, zu voll ist, zu laut ist vorbei. Und jetzt ist der Moment, wo wir ablegen. Und sich natürlich auch viele Leute dann, ne? Wenn so große Kreuzfahrtschiffe auslaufen, dann die Schiffsmotoren erklingen so und die suchen. Wir legen los. Und dann merkst du auf einmal, wie sich dieser riesen Kahn da aus dem Hafen bewegt. Vom Dock weg bewegt und dann bläst ja dann auch dieses Horn und oben auf dem Deck, da waren wir jetzt dann nicht, als wir das erste Mal ausgelaufen sind, ertönt dann halt auch immer die Tui mein Schiff Hymne. Hymne von Unheilig. Dem Grafen Unheilig, genau. Genau, große Freiheit. Große Freiheit, genau. Ja, aber wollten wir das jetzt nicht singen gerade? Du wolltest das singen, hast du mir doch gesagt heute. Wie geht das noch? Große Freiheit. Oh, große Freiheit. Ich hab mich an dir vernommen. Es ist schön, dich wieder zu sehen. So muss es gewesen sein. Ja. Also ich werde euch jetzt mitnehmen. Von Tag zu Tag gibt es ein neues Video. Und das wäre jetzt unser Einschiffungstag. Alles ein bisschen crazy durcheinander und genauso wie wir ja auch eigentlich an Bord gegangen sind, so mit dem Gefühl und noch nicht zu wissen, was Sache ist und ja. Und am zweiten Tag ist man schon praktisch in the system und weiß genau, ach, da muss ich da ist Frühstück, da ist Mittagessen, da ist so. Aber das Geilste ist ja, das muss ich auch kurz anmerken, dass wir also am vierten oder fünften Tag gemerkt haben, dass es auch einen Nachmittagssnack gibt und Torten und Kuchen wie aus der Konditorei vom allerfeinsten. Und warum haben wir es rausgekriegt? Weil wir andere gesehen haben plötzlich, die mit Kuchen rumgelaufen sind. Und dann nehmen wir euch jetzt mit und das ist das nächste Video in den nächsten Hafen und das wird sein Piräus Athen. Genau. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen durcheinander ist. Und ja, lasst uns ein Däumchen hoch und nicht vergessen, das Video zu abonnieren.